Lüg nicht, Revi eskaliert leider zu krass. Tut mir leid. Dieser Lügendetektor, die sind halt, wissen viele nicht, die funktionieren wirklich. Alle denken so, die funktionieren nicht wirklich. Aber ich hatte eine Vergangenheit, Freunde, ich darf da nicht drüber reden. Aber die funktionieren wirklich. Schau rein. Einsichtig. Für ein leeres Glas. Verpiss dich, fang einfach an. Lüg mich nicht an, Challenge. Heute wieder mit einer heftigeren Bestrafung, denn. Wir machen mit, Freunde, wir machen mit. Wir werden die Fragen mitbeantworten, logischerweise. Thomas ist wieder da und nicht Vince. Und Thomas haut. Richtig geisteskrank. Ja. Der hat eben einfach einen Mann damit umgebracht. Aber bei Rede kannst du besser hauen. Okay. Nein! Hä? Du, so funktionieren die Regeln hier. Ja, weil du bist ein. Frauenschwarm. So, Thomas hat. Huch. Richtig, ja. Richtig unangenehme Fragen vorbereitet. Oh Leute, okay, ich hab Bock. Wenn wir mitmachen, ist immer geil. Wenn man selber mitmacht, ist geil, okay. Hab ich gehört. Du hast ja ganz bunt. Alle im Chat auch mitmachen. Arme hast du. Ja, hab ich. Schön, oder? Richtig geisteskrank. Okay. Hast du dir jemals einen Finger in das A-Hol gesteckt, um zu testen, wie es sich anfühlt? Ja. Safe, Digga, jeder ab und zu, Digga. Aber was heißt, nicht um zu testen, wie es sich anfühlt? In der Dusche. In der Dusche beim Saubermachen. Ja. Freunde, wer es noch nie gemacht hat, Digga, Schmutz. Nein. Ja. Ja? Passiert! Jungs! Du hast wirklich. Ah, Wer das nicht gemacht hat, hat den Sinn des Lebens nicht verstanden. Chat sagt, ja, safe, passiert. Hast du auch dann gemacht, oder? Aus Versehen, willst du zur Toilette? Leute, wer Nein schreibt, lügt einfach. Wer Nein schreibt, hat das Leben nicht durchgespielt. Hier, wenn man das richtig sauber machen will, kennst du das? So. Freunde, auf Revi ist Verlass. Auf Revi ist Verlass. Aus Versehen mit so Toilettenpapier, wenn man das richtig sauber machen will. Kennst du das? So, und dann hat man die ganze Hand drin. Dann ist auch immer die ganze Hand drin, Bruder. Jeden zweiten Tag passiert mir das. Von innen sauber. Genau. Okay, ich krieg jetzt gleich. Guck mal, mein Arm. Guck mal jetzt. Junge. Was, Alter? Ist ja schon komplett rot, du Bastard. Fixe, Alter. Jetzt sag ich auch einmal. Nee, warum? Du hast weggezogen. Einmal auf deine Hand. Oh. Das Ding ist, das tut mehr weh, als man denkt. Das tut mehr weh, als man denkt, Leute. Keine Lass das machen mit unseren Schwänzen. Lass dir mal deinen Schwanz hauen muss, dann kriegen wir die Erektion, wer zuerst kommt, hat gewonnen, muss das andere die Wichse. Machst du es dir mehrmals am Tag, weil du so ein kleiner Lustmolch bist? Warte, du musst gedrückt halten! Machst du es dir mehrmals am Tag, weil du so ein kleiner Lustmolch bist? Warum guckt Ju so, wie er guckt? Antwort ist nein, Freunde. Ja, es gibt Tage auf jeden Fall. Ja, also wenn man krank, okay, früher, Real Talk, Freunde, Real Talk aus der Totale, früher, Schule, man ist krank. Wenn man krank ist, Leute, es gibt kein Zurück mehr. Mal, okay. Es gibt kein Zurück mehr, wenn man krank ist, es gibt kein Zurück mehr. Ich habe Gerüchte gehört, dass Revis Penis die Form eines kleinen Ringelschwänzchens hat. Das kann ich bestätigen. Ich habe mehrere Quellen. Ich habe mehrere Quellen und ein Beweisfoto auf meinem Mobiltelefon, was ich jetzt nicht zeigen darf, weil ich sonst gesperrt werde. Aber ich habe mehrere Quellen, die das bestätigen, ja. Safe. Stimmt dieses Gerücht? Ey, doch, die ganze YouTube-Szene redet darüber. Nein. Ist wirklich so. Natürlich. Nee, das ist aufgepasst. Au! Siehst du? Nee, das ist richtig. Ich sag nur, dass es halt, dass ich es gehört habe. Ja. Die Leute reden drüber. Geil. Können wir kurz darauf hinweisen, dass du Schraube im Ohr hast? Digga, du bist so dumm! Gib es ich hatte Real Talk gerade kurz Angst, dass irgendeine Fehlermeldung auf meinem PC ist. Eigentlich mögt ihr euch doch. Es ist euch nur zu peinlich auszusprechen. Eigentlich ist da sogar mehr als nur mögen. Jeder Wirbel? Ja. Sag's jetzt. Sag's jetzt ehrlich, komm. Nö. Okay, du warst geschlagen. Oh, für Revi ist da mehr, aber für Ju ist da nicht mehr. Ich mag von dich, ja, aber genau, du magst mich nicht. Eine einseitige Freundschaft. Das heißt, ich bin der Sieger hier. Nein, du bist ein toller Kerl. Das bist du. Das ist auf jeden Fall gerade so ein kleiner Plot-Twist, den ich nicht erwartet hätte, ehrlich gesagt. Dein Finger klebt. Wenn du eine schöne Frau siehst, egal wo, stellst du dir dann immer automatisch vor, wie es ist, mit ihr Bunga Bunga zu machen? Nein. Real Talk, nein. Real Talk, ich habe zwar keinen Lügendetektor, aber Real Talk, nein. Tatsächlich nicht. Was stelle ich mir vor? Ich stelle mir eher vor, Digga, weiß nicht, so in andere Situationen. Andere Situationen, außerhalb des 18er plus Bunga Bunga Bereichs. Ich denke eher so, wie ihr Charakter wohl ist. Wenn ich sie nur sehe, denke ich eher so, oh, wie ist der Charakter? Ja, sie ist so vielleicht. Aber Leute, nee. Bunga Bunga? Ausführen. Ja, Bunga Bunga? Ja, nicht immer. Nee, ich hatte das glaube ich noch nie. Okay, noch nie ist übertrieben, Freunde. Aber nicht, ist nicht der erste Instinkt. Nicht immer. Ich hab gleich gelogen. Du bist voll! Oh, dreimal, Alter! Okay, Alter, okay! Bist du aber sogar im Gefängnis gewesen?
Psst. Okay. Guck mal, du lügst deine Community an. Ich nicht. Kriegst du gerade auch eine Erektion von den Schlägen? Ich habe auch eine bekommen. Ich bin ehrlich, Freunde. Wenn wir alle drei eine haben, bin ich glücklich. Oh, stark. Nächste Frage. Ihr habt ja beide Angestellte. Hm. Habt ihr euch diese schon nackt vorgestellt? Hä? Hä? Ja, sogar die Hälfte schon nackt gesehen davon, wenn sie mal ehrlich sind. Nein! Ja. What? Das stimmt nicht, ich habe nämlich umgekehrte Psychologie gemacht. Ich würde sowas niemals tun. Du Lustmold allerdings, ich würde kündigen. Möchtest du einen neuen Arbeitgeber haben? Dann bist du jetzt angestellt! Herzlich willkommen! Okay. Und weg ist er. Kurze Frage, besuchst du regelmäßig ein Bordell? Ich war noch nie in meinem Leben in einem Bordell. Noch nie in meinem Leben. Nein. Noch nie in meinem Leben. Ah, ich fehl jetzt eh wieder ein Schlag. Also, kein Disrespect an jeden, der es macht oder möchte. Oder der da vielleicht auch von euch arbeitet. Alles cool. Du Ficker. Achso, du kriegst ja einen. Alles cool. Das war nicht getroffen. Ich war noch nie in meinem Leben im Puff. Wirklich nicht. Nein. Also bin ich das Laufhaus durchgegangen. Das fand ich richtig, richtig widerlich. Hab ich auch noch nie gemacht. Ach nee, dann habe ich eine Psychose bekommen davon. Seitdem kann ich nie wieder Sex haben. Wenn die Möglichkeit bestehen würde, würdest du an deinen Penis hacken? Ja. Nee. An meinen Penis hacken? No. Nee, würde ich nicht. Ja. Wobei, wenn die Möglichkeit bestehen würde, man weiß es nie. Wenn es für jeden normal wäre, so wie sich einen zu jacksen, dann wahrscheinlich schon, weil das alle machen und alle denken, ja, normal, Dicker. Aber es ist schon weird. Es ist schon ein bisschen... Das ist nicht mein favorite thing to do, glaube ich. Umgekehrte Psychologie. Ja, würde ich. Würdest du? Ja. Nee, würde ich, glaube ich, nicht. Ich habe mal tatsächlich, das ist no joke. Jetzt kommt der Real Talk, Freunde, muss ich so ein bisschen machen. So. Es gibt einen Erfahrungsbericht auf Reddit darüber, von jemandem, der sagt, es fühlt sich nicht an, wie einen geblasen zu bekommen. Sondern es fühlt sich an... Sondern nur, als würde man einen Schwanz... Lutschen. Nee, ich würde es nicht machen. Nee, ich würde es auch nicht machen. Ich glaube aber okay. Auch nicht. Nee, safe. Du bist safe. Ich glaube, dass du das machen. Oh! Leute. Also du wirst machen. Ja, du auch. Bah. Findest du deinen Mitspieler stylischer als dich? Ich finde. Ah, wobei. Stylisch. Ja doch. Na. Mal so, mal so. Ich finde, wir sind alle drei sehr gut aussehend. Nein. Ja. Nein. Akali, ja. Yeah. Ja, fein. Der Kette, Haare, ich blond gefärbt. Haare. Du siehst halt aus wie ein Penner. Aber ein netter Penner. Nein, ich finde ihn nicht stylischer. Ich finde dich stylischer. Ich finde mich doch stylischer. Wieso kratzt du deine Brustwarzen? Damit er wächst. Wer von euch beiden hat mehr bei anderen YouTubern gelutscht? Boah, das ist schwer. Ich würde sagen, also ich auf jeden Fall am meisten. Von uns drei, ich am meisten. Das ist kein Geheimnis, Freunde. Das ist kein Geheimnis. Das ist ja das, was ist ja offensichtlich. Aber von den beiden würde ich... Na, Ju hat früher viel. Ich würde sagen Ju. Weil Ju hat früher sehr, sehr viel mit Ape Crime gemacht. Ju hat früher mit Simon Jason sogar gedreht. Ju hat früher war mit allen so connected, oder? Oder war es eher umgekehrt? Ich weiß es nicht, Leute. Um hochzukommen. Save Revi, Alter. Nee. Save du. 100%. Save mich. Alter, wie du. Junge, Madeira. Stopp! Stopp! Madeira, stopp! Tom, wer baut Flying Pandas? Oh, lass uns. Wir bewerfen dich mit Sachen und machen davon ein Video, weil du hast einen viel größeren Namen als wir. Wir haben aber eine coole Kamera. Ja. Ich glaube, es ist ausgeglichen. Ich möchte gerne die Frauen, die Klicks bringen. Anise Duck, Julia Beautics und Co. Wer sagt dir Schnitz? Nein, hab ich nicht. Du hast mehr Schnitz gelutscht. Warte, nee, Revi safe. Hä? Wir beide sind... Es ist ausgeglichen. Wir sind beide so Cross-Promo-Kanäle. Alleine würden wir gar nicht funktionieren. Aber Zerstörungsvideo ist ja auch dann ein Cross-Promo mit der... Real Talk, Vive würde ohne Revin zeitlich funktionieren. CDU. Und das ist einfach... Das ist Real Talk aus der Zentrale, Leute. Das wissen wir alle. Der hat ja voll Geld bekommen, ne? Ist das so? Nein. Oha. Okay, letztens mitten in der Nacht bei so einem kleinen Stream kam mir die Frage, wer von euch beiden hat eigentlich mehr Immobilien? Ja, safe Rewe, Alter, 400. 400 habe ich. 400, oh ja. Also. Ich besitze keine einzige Immobilie, Alter. Schmutz. Doch, true. Oh, ich habe 402, du Wichser. Also wirklich 400 Immobilien? Nein, ich habe keine 400 Immobilien. Wie viele? Ich will jetzt nicht die Zahl sagen, aber ich habe Immobilien. Aber ich habe einige. Ein paar Immobilien. Schon zweistellig? Habe ich. 400. Nicht 400. Ich habe auch schon unter 100? 100. Nee, unter 100. Also zweistellig schon. Ja. Oha. Kriege ich eine? Das ist echt krass. Wer von euch hat die coolere Community? Ju. Wenn jetzt irgendwas anderes als Ju kommt, bin ich enttäuscht.
Weil Revis Community, jetzt nichts gegen Revis Community, aber es sind besondere Menschen im schlechten Sinne und bei Ju besondere Menschen im guten Sinne. No front. Ja, safe ich. Ja, safe ich. Du, Alter, deine Community beleidigt dich die ganze ja. Zeit. Ja. Warum weinst du eigentlich? Du hast eine Träne am Auge. Guck mal, siehst du das? Hab ich? Ja. So eine kleine Träne. Alter, das ist schrecklich mit dir hier das zu sitzen. Das ist einfach nur, weil du verlierst im Leben. Ich hab die coole Community und los. Safe ich, Alter. Ja, safe Ju. Oh mein Gott! Was? Oh, unsere Community sind beide scheiße. Mann, wir müssen es einfach eingestehen. Wir sind schwanzlutschende YouTuber mit einer scheiß Community, die gerne ihren eigenen Dick in den Mund nehmen würde. Ey, so würde ich euch auch beschreiben, Jungs. Jetzt sorry. Aber so beschreibe ich euch auch immer, wenn mich jemand fragt. Können es nicht unser Glanz. Rasierst du dir die Rosette? Ja. Ja. Also. Ja. 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 Schauen ja. Mal. Ja. Was? Beide Lügner? Leute! Alter, tust du es nicht, oder was? Ja, scheinbar nicht. Du auch nicht, oder was? Bei mir ist aber religionsbedingt eher. Okay. Glaubst du, du wärst so erfolgreich wie jetzt, wenn Unge dich nicht gepusht hätte? Unge hat mich noch nie gepusht. Ich habe alles ohne Unge erreicht, Leute. All diesen Reichtum habe ich ohne Unge erreicht. Schaut mich an. Wo seid ihr? Ja. Aber ja, die beiden, doch. Ju und Revi waren ja auch ohne Simon schon krass bekannt, sag ich mal. Es sieht jetzt bei einem Gurkensohn zum Beispiel sieht's anders aus. Oder bei einem, keine Ahnung, wen pusht Unge denn sonst so? Varion. Der hat's ein bisschen länger gedauert bei solchen Leuten, bis die erfolgreich gewesen wären ohne Simon. Du Loser. Das geht uns beide. Ja. Nein. Stimmt. Doch, hat der nicht gepusht, hätte ich... Natürlich, Alter, YouTube-Haus. Na doch, stimmt, YouTube-Haus war schon strong irgendwie. Und jetzt später auch die Reaktion auf Märchen Asozial bei Simon haben so 2-3 Millionen Aufrufe teilweise, oder? YouTube-Haus, stimmt. Ja. Nee, also, schwer zu sagen. Mit Palle zusammen. Sehr schwer zu sagen. Nee, wirklich nicht. Nee, Palle war kleiner als ich damals. Ich hab ihn gepusht. Aber jetzt hat er mich überholt. Und vergessen. Bitter, das tut weh. Nö, geht. Das tut richtig weh. Ich hab meine Immobilie. Ja, also, ohne Unge wäre ich nicht so erfolgreich. Safe. Longboard-Tour, Leute. Ah, stimmt, Longboard-Tour. Longboard Tour war ja. Oh, ganz vergessen. Damn, ja, true. Longboard Tour, ganz vergessen. Das heißt also, ihr tut nur so, als wäre Unge quasi so dafür verantwortlich. Aber eigentlich denkt ihr, nö, ich hätte es auch ohne ihn geschafft. Ja, das war. Warte, sie sieht gerade Simons Facecam nicht. Das ist daraus ein richtiger Augen, ist undankbar. Also, das ist einfach nur absoluter Schlag ins Gesicht. Einfach nur menschlich enttäuscht. Und wir haben beide eine Ansage gegen Unge gemacht. Hast du schon mal von Julia Beautics geträumt und actually? Ja. Es wurde nicht gefragt, was für ein Traum. Aber real talk? Ja. Hast du es nicht bereut? Es wurde nicht gefragt, was für ein Traum. Es war ein ganz normaler Traum. Und ich hab's nicht bereut, es war ein normaler Traum. Nö. Ich habe nie von Julia wirklich geträumt. Nee, ich schon einmal doch. Oha, wir sind clean. Deswegen, wir sind clean und brand safe. Mit dir, Julia. Nee. Okay, wenn hier Julia Beautics wäre, wie. Oh mein Gott. Okay, bist du der festen Meinung, dass Rezo ein Zerstörungsvideo über deinen Mitspieler machen sollte? Ich habe manchmal ein bisschen Angst. Manchmal wache ich schweißgebadet in der Nacht auf und denke mir so, Rezo hat ein Zerstörungsvideo gegen mich gemacht. Und dann merke ich aber, okay, er hat schon Tubu zerstört. Er würde sich noch auf einen ähnlichen Typen einpreschen und nicht auf einen, der noch schwächer ist. Ich liege eh schon am Boden. Dann habe ich wieder einen Grund zu existieren. Ja. Ja. Boah, was wir für Wichser sind. Ne? Wir hassen uns richtig. Ich glaube... Aha, ihr mögt euch also immer mehr. Die lieben sich. Ja, 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 Freunde, F steht für... Freunde, die was unternehmen. U steht für uns, dich und mich. Freunde, die was unternehmen. U steht für uns, dich und mich. N steht für endlich haben wir mal Spaß. Ganz friedlich und freundschaftlich. Friedlich und freundschaftlich. Letzte Frage. Letzte Frage. Okay, wir machen uns ready. Letzte Frage. Ihr macht im Chat mit, Freunde. Okay. Letzte Frage, doppelt so starker Schlag. Was würdest du machen, wenn du für 30 Minuten den Körper mit Annie the Duck tauschen könntest? Ich würde das Ganze
vaginal erkundschaften? Ja, ich würde alles in meine Löcher reinstecken, was geht. Ich würde einfach meine Nacktbilder liegen, damit sie später ein richtiges Scheißleben hat. Oh, ich würde 800 IQ, damit kann man, ja. Monte ein Video schicken, wie ich auf ein Bild von Monte pisse und kacke. Und Monte würde antworten, schöne Achseln. Das wurde nicht zensiert übrigens. Alles andere wurde gerade für die Brand Safeness und für die Ad-Monetarisierung gepiept. Und das nicht? Alright. Alles in einer halben Stunde. Okay. Ich hab recht. Was hast du eigentlich gesagt? Nix. Das war's schon mit dem Video. Ich fand's gut. Ich fand's auch gut. Meine Schmerzen auch gut. Sind da. Und ihr habt euch gut kennengelernt. Wir haben uns jetzt kennengelernt. Wir kennen uns jetzt ein bisschen besser. Ja. Und ich glaube, der Hass ist dann dementsprechend auch ein bisschen geschickt. Ich fand, es war ein sehr intimes Video. Und ich hab's auf viele verschiedene Arten und Weisen und auf viele verschiedene Wegen genossen. Leute, wenn es euch auch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, auf Twitch zu folgen. Regelmäßige Livestreams. Ab jetzt. Vielleicht. Denke ich. Link in der Beschreibung dazu. Ansonsten habt einen wunderbaren Tag. Bleibt natürlich fresh. So wie immer. Und ciao.